Das ist sehr crazy. Ja, ich weiß. Den fände ich voll. Bin das für was? So. Ha, guck mal, wie wir sie aussehen. Sie haben sogar einen Wunderkerl. Bin ich nicht da. Actually, passt das eigentlich zu uns jetzt mit dem Barett, dass wir Menschen sind? Ja, ne? Hör, du schmeißt mal das Handy aus dem Fenster. Das da rechts musst du rein. Was sagst du? Moment. Ah, das hat Düdüd gemacht. Ja. Wenn der Hau wächst. Voll nur Clash of Clans. Leute, der ist nicht gestorben. Der hat das wieder gestorben. Aber wie ist das mit dem Fahrrad? Ich bin noch gar nicht gut. Das mal schlagen und nicht dich schlagen lassen. Lol. Oh doch! Ich will das viel mehr Leute her. Okay, hier. Dummheit, Navito, Dummheit. Ich habe Angst, einfach zu schlagen. Ja, weil du dumm bist. Wenn die Overhead Attacks machen, haben die so viel offene Angriffszeit. Ja, es tut mir leid, ich bin halt noch kein Dark Souls 1, 2 Wochen, der das innerhalb von einer Woche oder so durchsucht wird. Einen Tag, nein. Sind wir nicht mehr menschlich, jetzt sehen wir aus wie ein Fick. Frag mich immer noch, warum ihr alle erst zu dem rennt. Ich bin voll weg. So ein Feuerball, Junge. Ah. Ja, hier alle Leute, ich bin schon vor. Ja, du kriegst mehr auf die Fresse wie ich. Moin. Der schlägt immer nach. Wenn du den vor Schild, also wenn du den vor Schild schlägst, schlägt der immer nach. Immer, jedes Mal. Gibt's auch einen Ring, dass mal mehr geheilt werden? Mhm. Oh, die sind scheiße. Die bringen nicht so viel jetzt. Außer der hast du verbessert. Actually liegen da noch ein paar Seelen rum, oder? Ja, ein paar. Ja, geh rein, du musst erst triggern, dann einfach wieder raus. Hab ich noch nicht gefangen, jetzt hau! Ja, bist du? Okay. Ja. Und geh erstmal aus dem Weg raus. Kannst du ruhig rennen hier. Ja, hier. Genau. So ist echt. Gut drauf. Oh. Ein Glück ist der Typ weg, sonst wird er jetzt. Attack, jetzt hau, hau! Bist du? Das muss man den Moment haben. Warte mal. Ich gehört einfach einer auf dich. Ja, echt mal. Genau, und da unten ist jetzt so ein Mundding. Muss halt einfach nur runter. Das da reinhauen. Da unten war jetzt nichts weiter, oder? Nee. Ja, erstmal eine Tür, aber da kommt man nicht durch. Oder warte mal, hau mal vor die Tür. Warum hauen? Ja, drück. Ja. Darum, wieder die aufgemacht wird. Und das habe ich erst ganz, ganz spät entdeckt, weil ich nie herausgefunden habe, wo man den Schlüssel herkriegt. Und habe einfach mal dann aus Wut davor gehauen. Und dann hat er mir die Tür aufgemacht. Nein, da gehst du jetzt noch nicht rein. Hol dir erstmal das Item. Hier? Ja. Und da muss man aufpassen: Es gibt solche, die sind einfach trollhaft platziert. Die machen dann um den Kuhbuff oder so, aber meistens steht dann, sind dann davor auch so Schrift, die dann davor warnt. Wo warnt. Ja, da muss davor hauen. Davor? Hauen, ja. Und so normal hätten wir das jetzt nicht machen können. Das kriegst du nicht auf, genau. Ist das ist egal? Ja, das kriegst du nur mit dem Stein auf. Ist das blöd? Nö.
Der ist schon mit Scholle, das brauchst du um plus 10 zu machen. Ja. Und da müsste dann der Ring drin sein, nach dem Flo. Richtig. Die 3 Nullen. Die Nullen ist 3, aber der macht deine Ausdauer, Regeneration erhöhen. Können wir längeren Block stehen, bleiben. Das ist wie schnell wieder. Jetzt geh ruhig mal nochmal da durch die Tür durch. Ich glaube, das ist die Abkürzung zu Lost Bastille, ich bin mir gerade nicht sicher. Also die andere Seite. Ne, Quatsch, die andere Seite war beim Pursuer. Aber hier geht es trotzdem irgendwo hin, ich weiß gerade nur nicht wohin. Das ist schon total so lange her. Warum du verspielt, Dauwillen? Ja, bei denen ist das scheiße mit in den Dings angreifen. Weil die Schild immer halb oben haben. Vogel auf dir links. Ja. Nice sogar. Du kannst einfach versuchen, einfach zu rotaten bei denen. Also einfach dann links rum die ganze Zeit rotaten und wenn er zuschlägt, einfach hinter ihm in den Backstreppen. Ja, so. Da hast du bei der Venerable. Können wir das Zeug dann noch irgendwo verkaufen? Nein. Aber wir können es ja eigentlich wegpacken am Feuer, oder? Wenn du eine Kiste, aber. Und wenn du Kisten aufmachst, und auch wenn es keine Dingskisten sind, da ist dieser Lebensring, by the way, wenn es keine Lebenskisten sind, trotzdem dann immer achten, es können Fallen sein, die siehst du nicht. Also zum Beispiel sind manchmal Pfeilfallen, ne, da machen dann dreimal Pfeil rein, überall hinschießen. Wenn du kein gutes Schild hast, bist du halt dann einfach tot. Oder Giftbomben, die halt nach einer halben Sekunde explodieren, ne, also muss man trotzdem achten. Okay. Genau. So, hast du jetzt eine große Titan-Scherbe gekriegt? Ja, ne? Ja. Ja, na, damit kannst du ja dein Schwert noch eins höher setzen. Ja, wir haben ja schon eine große Titan-Scherbe, glaube ich, das letzte Mal gefunden, dachte ich. Ja, ich dachte, ihr konntet nicht höher machen, weil ihr. Ja, guck mal ja nicht. Ja, weil ihr zwei braucht, glaube ich, oder? Nein, eine. Ja, und warum hat das ja nicht gemacht? Weil wir keine hatten. Ja, ich dachte, er hat einen gekriegt. Ich dachte, wir hatten beim letzten Mal. Wir hatten nur eine normale Titan-Scherbe bekommen. Beim letzten Mal, aber gestern. Ja, da haben wir eine Titan-Scherbe bekommen, keine große. Mhm. Sonst hätten wir es doch schon gestern geupdatet. Flo war da auch schon die ganze Zeit und hat geschaut, ob man das abfällt. Ja, stimmt, das war eigentlich da, ja. Da war, ja. So, eine große, jetzt können wir das einmal ab. Dann brauchen wir zwei. Dann braucht, genau. Ja, später kommt eine Keule, wo du die unendlich oft so ungefähr kaufen kannst. Sitzt dann hier am Stein. So. Und dann haust du noch eine Seele rein, damit du noch ein Level up machen kannst. I knew you. Da ist es. Genau. Ja, das Ding ist halt, ist jetzt nicht ganz so schlau, das ganz hoch zu skillen. Weil es hat halt. Also es scaled zwar trotzdem gut, aber es scaled halt auch mit auf Int, auf Faith. Wir haben ja kein Faith. Also es ist weil wegen Feuer halt, ne? Wir können aber später, würde ich empfehlen, in den Solariebund rein. Also be around, denn wenn du da, ich glaube, 40 Mal, oder was sind das für ein Ring? Was? Den du da an hast. Lebensring. Achso, ich glaube 40 Mal oder so, oder 50. War das, oder brauchst du 30 oder 50? Auf jeden Fall, doch 30 glaube ich. 30 von... Die Seelen. Da unten. Hier, ja. Rechts, das sind auch noch Seelen, das sind Boss-Seelen, daraus kannst du dann Waffen traden diesmal. Nicht mehr schmieden, sondern traden. Genau, nee, die sind zu klein. Hau die mal die rein, ja. Die gibt, müsste 800 geben. 17. Ach, das sind nur 8, das ist eine. Okay, das sind das andere nur 200 oder so. Ja, wenn ich mir eine Seele reinhaue, dann krieg ich da 20k. So das mittlere. Ja, recht doch. Was haust du mir jetzt ganz eine Seele rein? Ich würde nur gucken, ob es welche was gibt. Achso. Ja, ich weiß nicht, wie viel für ein Level up brauchst. Guck, 4? 3, 8? Ich weiß nicht. Soll ich jetzt sagen, ach ja, bei dem Solarium-Bündnis, bekommst du bei Level 3 dann ein Schwert, was SS scaled auf. Was soll ich machen? Auf 15. Na, ja. Ein Schwert, was SS auf Strength und auf Dex scaled. Und besser geht's ja halt nicht. So, was sollen wir jetzt machen? Entweder formt euch das Schild, weil das ist OP. Oder ihr geht in das Bastille weiter.
Au, oh, das ist halt, ne? Und das Schild ist halt scheiße. Ja, was soll man? Ihr habt ja jetzt auch den Farmhut auf. Den Farm ist gut. So, wir probieren das Ganze mal aus. Jo. Kannst du da auch nochmal zu den einen Dödel da gehen, wo der uns vorhin wegschicken wollte, dass wir da nicht hingehören oder so? Ja. Wir machen trotzdem noch 199 mit dem schweren Angriff. Ja, aber das ist ja auch ein stärkerer als die. Ja, vom Bockkampf steht. Actually, könntest du aber, wenn du jetzt Seelen erfahren willst, könntest du dich jetzt hier sammeln lassen. Ja. Weil wir lassen immer viele Leute rufen immer rein, weil sie so dumm zum Scheiße sind. Ja, schon, und, aber. Ja. Aber jetzt wegen Schaden, ja, am Vorne auch. Müsstest du es ja machen. Das könnt ihr doch auch machen. Das seht ihr nicht, wenn ihr nicht macht, dann seid ihr halt einfach wieder hier. Ihr kriegt kein Geld abgezogen und gar nichts. Ihr seid einfach wieder hier. Aber jetzt wegen den Schaden, wir haben ja vorhin schon schwere Angriffe beim Farmen gemacht, so in der vorherigen Aufnahmesession, und da hat er trotzdem 199 gemacht. Ja, und? Auch ohne, dass es da ist. Ja, ist in Ordnung. Und weiter? Ja, haben wir jetzt trotz Aufbesserung trotzdem den gleichen Schaden. Ja, und? Müsste der nicht eigentlich. Vielleicht hat er so hohe Fire Resistance zum Beispiel, dass das gar nicht mitbrechen wird. Hm. Don't know. Wenn die sind halt fucking schwerer. Du musst am Körper bleiben, dann bist du schneller um ihn rum. Das ist wie die Innenbahn, wenn du auf der Rennstrecke bist. Ja, so brauchen wir jetzt wirklich nur drei, vielleicht mit dem Intervallschaden, wenn man es drauf wird, dass sich das so ein bisschen steigert. Verstehe? Weil für den haben wir jetzt immer 5 Stecke gebraucht. Wir werden noch wieder 5 Stecke brauchen. Ja, ist nicht so, dass er mit einem Upgrade den Schaden um 200 Punkte erhöht. Das macht's ja nicht. Das bedeutet, die jetzt weniger Resistance haben, kriegen halt jetzt mehr Schaden dabei. Ja. Weil die trotzdem nicht so viel Resistance haben, denen dürft das halt nicht so doll. Ich meine, das Schwert ist doch jetzt gerade mal auf plus 5, oder nicht? Plus 6. Ach, plus 6. Ja, das ist halt noch erstmal gerade die Hälfte. Ja, war ja heute nicht so viel, was wir geupgradet haben. Jetzt kommt Schaden hier jetzt. Und die links betreten? Nein. Doch. Rechts. Links ist Schwert. Ach ja. So, guck, den machst du mit 4. Und mit Lukas, wie auf das denn, ey? Oh. Muss ich auch nicht. Komm davon, nicht rechts und links zu reden. Oder einen wegholen. Hätte ich immer in der Das ist ja wirklich am Anfang, oder am Anfang des Rollens sogar noch interrupted. Schild. Genau. Sag ich doch. Dennis. Das ist schon assi, ne? Ja. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht wisst, was ihr mit noch so 200 Punkten dazu anstellen sollt, könnt ihr euch dann dafür auch einfach genau alles mit Feinen vorhin. Ich hab bei mir auch, glaube ich, nur noch einen Entscheid oder so. Haben wir auch schon gemacht. Nein, wir haben die 100 nicht geholt. Das heißt, du hast eine 10 geholt oder so. 17 geholt. Ja, 17. Wir hätten uns aber 100 holen können. Nein, man muss lieber die Seelen versterben, bitte. Genau so. Ich glaube, die hat keine Jobchance auf das Spiel. Er hat kein Schild. Die Handschuhe. Kann man ja mal schauen, ob die dann auch besser sind. Ich habe durch die geschlagen. Und das Sport? Oh, Gold. Naja, das Schild da. Und kommen wir durch. Ja, das ist ja gerne das Ding. So. Dann haben wir da noch einen Pfeil. Also hier bei dem oben habe ich halt die ganze Zeit. Warum machst du das denn? Du hast keinen Sinn. Das ist total runtergefallen beim ersten Mal. Ja. Der konnte das Feld nicht einschätzen, weil es ist ja nach hinten rausgeflogen. Ich dachte, das ist ja der Kurs größer, deswegen kämpfe ich immer hier. Ach, weil du da nicht runterfallen kannst. Ja. Das ist eine Kunde, ey. Bei dem hier habe ich immer geholfen.
Ja, weil den halt viel schwer finden. Den hier? Nein, ich meine bei dem Boss hier, wo ich auch aufs Maul gekriegt habe. Halt komplette Rüstung, einfach mit mehr Seelen bekommen, Effekt. Und dann einfach nicht mehr. Kann ich nie hinlassen, ne? Aber. Ha. Okay. Geh mal nochmal da hoch. Du hast denn, um den Typen da hinzuholen, was wir sowieso nicht machen, oder was? Ja, leider. Ja. Und ja. Sinnlose Zeit zu verschwenden. Außerdem ist das, glaube ich, höher kurz als das andere Waffe. Ja, okay. Das ist vielleicht der einzige Grund. Das ist eigentlich der Grund. Um vielleicht dahin zu gehen. Der Zusatzgrund. Der Zusatzgrund, ja. Du sagst es immer noch. Ja, will nicht. Weil du nicht in dem der Wildnis bist. Du bist auch nicht schlecht, wie du drin bist. Da hätten wir. Ich glaub's auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo du drin bist. Eigentlich bist du ja in Blue. Kann man da auch irgendwo was farmen? Hier? Ja. Was willst du hier farmen? Keine Ahnung, sehen. Was willst du da farmen? Sehen. Hier? Ja? Geht's da noch irgendwo weiter, nee, oder? Nee, da unten kannst du nur in die Statuen rein. Wenn du in dem Bündnis bist, du kannst da PvP okay machen. Okay. Area halt. Arena, glaube ich. Hätte sein. So. Dreh schon um. Das kommt mit der Fett irgendwo hinten oder bei der Rinde schon. Ich verstehe nicht, warum Müll so dick steht. Der macht ja nicht mehr Schaden, wenn er da dran ist. Warum droppt die das denn nicht, ey? Da musst du damit kaufen, das ist kein Glück so. Das ist eine Glückssache, ne? Ja, na klar. Nein, das ist kein Glück. Das ist alles berechnet. Alles berechnet. Du musst zweimal auf das Vieh drauf fahren. Das ist dann drehen, AFK gehen und dann. Ja, und dann droppst du erst. Genau zu dieser Uhrzeit an diesen Punkt gelöst. Hast du da unten den Loot schon rechts? Ja. Kann man auch. Wenn du es nicht genau zu der Sekunde tötest, dann kriegst du es einfach. Das ist wirklich. Okay, war viel Gelände gestellt. Auf das Gelände, oder? Mhm. Gelände durchlaufen. Ein Ring wäre geil, wenn du während des Attacks Ausdauer recken würdest. Hä? Warum? Bräuchtest du den PvP einfach nur noch Attack-Speed-Build spielen? Hättest einfach unendlich viel Stagger. Und der Gegner würde nichts machen. Ja, gar nicht okay. Komm, der droppt jetzt das Schild, ich hab ein gutes Gefühl. Der rechts rotiert mal. Oh. Als hätten wir es nicht gewusst. Du hast wieder gedacht. Hab ich auch. Das ist eine schlechte Denkensweise, du noch. Ich denke nochmal realistisch. Denkst du mal realistisch? Ich denke. Come on, Motherfucker! Sollen wir sogar noch Level up machen? Ja, okay. Weil das Schild haben wir gerade schon sehr. Ja, das Schild ist echt krass. Ist auf jeden Fall besser als das, was du zuvor gemacht hast. Muss dann, wenn der dann hinter dir noch angerannt kommt, schau dir mal, ob die Schulden besser sind, als wir momentan anschauen. Ja, aber die sind schwer. Die werden nicht so schwer sein, dass man. Die sind schwer. Ja, die werden uns auch nicht auf den 70 Cap bringen. Ich hätte, wir sind der Beste, oder? Nee. Du müsst ja den anderen Helden rechnen. Wenn ich die nicht